So, da sind wir wieder bei Let's Play Alex und heute oder jetzt nehmen wir uns die Ruinen vor. Halleluja. Okay, das wird spannend. Ich habe ein klein wenig Angst, weil ich ja vorhin schon diesen einen Banditen da zu fassen hatte, der mir ganz schön doll aufs Maul gehauen. Da wollen wir mal hoffen, dass das jetzt hier besser läuft. Warum kann ich die Sicht jetzt irgendwie so abschalten? Hallo? Ja, ja, genau. Schlagen wir einfach mal. Oh Gott. Tja! Ich habe irgendwie nicht die freie Möglichkeit gehabt, meine Maus zu drehen und ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich habe noch die falschen Tasten von Alex. Quatsch, von Witcher im Kopf, das habe ich vor kurzem privat gespielt. Und Kollege Pillerauge ist nach oben gelaufen. Dem sollten wir vielleicht auch nochmal auf die Nase hauen. Also, alles allein gemacht. Das sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Erledige, was du hier machen willst, und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. Alles looten. Da sind doch noch mehr Viecher, das höre ich doch. Siehst du? Das Vieh mache ich platt! So, jetzt kann ich mit der Maus nur noch hoch und runter gucken. Wie gekloppt ist das denn? Mit dem Last Hitten, das habe ich hier aber auch raus. Dafür habe ich schon wieder die falsche Taste hier gedrückt. Ein rohes Fleisch. Aha. Und ein Metallschrott. Mit, warte, was? Ich hab das Monster gelootet und krieg einen Metallschrott. Ist das ein Roboter oder was? Oh, okay. Von mir aus. Ist auch nichts. Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. Was ist das denn? Da muss ich auch gleich nochmal hin. Ah, da gibt es immer so viel zu sehen. Da bin ich noch ein bisschen. Oh! Na? So ein tolles Radio. Na? Wasser eines Klerikers, Wasserflasche und 60 Elixit. Nett. Und ein Gebetsbuch. Da können wir auch gleich nochmal reingucken. Erstmal 200 Zigaretten. Jo, kann man mal machen, ne? Anleitung, kleiner Energiespeicher. Nice. Die meinen es gut mit uns. Ein bisschen Geld. Man damit auch was machen kann. Denn die Währung ist ja Elixit. Dementsprechend dürfte Geld nicht viel wert sein. So, hier war doch auch noch. Da ist noch ein Typ. Hat auch ordentlich was dabei. Ist nichts. Bevor ich jetzt hier weiter erkunde, gehe ich einmal kurz wieder zurück dahin, wo ich so durchgehastet bin vorhin. Missionsbericht. Okay, wir haben eine ganze Menge Schriftstücke, die ich nur noch angucken muss. So, hier ist. Keller ist immer schon so. Das war's. Tja. Bevor ich in den Keller gehe, mal schnell speichern. Sicher ist sicher.
Und... Mal kurz gucken, bevor ich eine Überraschung erlebe. Okay, das jetzt habe ich auch so eine Überraschung erlebt. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, wir gehen aber jetzt trotzdem erstmal direkt wieder rein. Auf die andere Flussseite kommen wir sicherlich auf anderem Wege nochmal. Oh, Schock. Kurzen Moment gedacht, da wäre ein Monster. Das war bloß eine Ratte. War doch gerade irgendwas. Aber dieses Klettern. Nehmen wir lieber eine Suppe erstmal. Oh, ein Schlafsack. Habe ich nicht irgendwie vielleicht so eine Art Fackel oder irgendwas in der Richtung? Unter was könnte man das denn finden? Da vielleicht? Eine Öllampe. Sie ist kaputt. Kleiner gelber Stein, ein Sockelstein, das heißt, man kann das irgendwo reintun, das ist ja cool. Malus-Resistenzen des Gegners und Bonus-Resistenzen für uns. Ach nee, wenn man das. Ah, okay, wenn man es auf die Waffe macht, gibt es Malus für den Gegner. Wenn es auf den Adjutor macht, gibt es Bonus für uns. Mhm. Ja. Stein. Ah, man kann das upgraden dann wohl auch. Schon wieder Monster gehört. Da müssen immer überall irgendwelche Viecher sein. Oh nein, der macht doch jetzt nicht hier unseren Homie kalt. Noch eine Axt. Ist sie besser als unsere? Dieselbe. Gut. Gucken wir mal hier schnell. Ein Rucksack. Achso, ich dachte, man kann den mitnehmen. Ist ja auch Blödsinn bei beliebig großem Inventar. Das nehmen wir alles. Propaganda. Gott. Wer soll denn das lesen? Close. Poor. Paul. Ah. Nee. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Ich kann das nicht. Hier, das da steht eindeutig Alex. Aber. Ich kann es nicht entziffern. Leider, leider. Wo wir schon dabei sind, gucken wir jetzt einmal die Schriftstücke durch. Das Vieh mach ich platt! Oder auch nicht. Was? Mach das Viech ruhig platt, Alter. Ich bin raus. Gott, ist das schon teuer, Mann. Ah. Jeder Schlag füllt unten links die blaue Komboleiste auf. Mit Q kann ich eine Spezialattacke ausführen. Aha. Okay. Dann probieren wir das doch gleich mal aus. Alter, was bist du für ein heftiger Typ da oben? Was ist das denn? Oh, verdammt. Ich muss mich echt nochmal umgewöhnen. Zwei Zähne. Okay, der oben hat schon wieder genug, glaube ich. Da
war schon wieder irgendein Geräusch. Ich bin aber hier noch nicht fertig mit Looten. Erstmal jetzt großen Heiltrank sammeln und die Spins durchgucken. Kleinen Heiltrank. Sehr schön. Und hier ist noch... Nö, hier ist nix. Moment, den Spind. Yep, alles nehmen. Dann... Den können wir noch verändern. 60 Elixit, Münzen, Energiespeicher, eine Waffe des Klerikers. Ich muss mal gleich mal gucken, ob man die nicht mal... Wo sind die denn? Aha, ist eine Schusswaffe. 40 Schaden? Wir hatten 22, naja, genau. Das ist ja schon mal nett. 20 Schuss. Munitionstyp? Keine Ahnung. Lasergewehr. Jo, läuft. Aber die Voraussetzungen sind heftig. Das können wir also erstmal nicht benutzen. Und das hier? Ein Schnellreiseportal. Das ist ja auch cool. So, hol mich hier draußen nochmal schnell um. Hier sind wir auch sehr eilig dran vorbeigelaufen. In diesem kleinen... Oh, guck, eine Magnesiumfackel. Ach guck, die hätten wir vorhin auch unten in dem dunklen Ding da benutzen können. Noch eine Magnesiumfackel und ein Geschoss und noch eine Magnesiumfackel und... Noch was? Nö. Okay. Immerhin. Magnesiumfackeln, finde ich, klingen irgendwie doch ganz gut. Hier ist nichts, aber eine Heilpflanze. Da ist doch irgendwo ein Viech. Ich höre doch die ganze Zeit was. Und was haben wir da? War das mal ein Silo oder sowas? Noch mehr Elixit. Und noch mehr Magnesiumfackeln. Und ein Eimer? Nee, aber gebratenes Fleisch, sehr cool. Ach, dann können wir hier vielleicht am Feuer auch gleich mal Fleisch braten. Mal kurz einmal zu Ende looten. Noch ein Heiltrank. Metallschrott. Die Leiter. Toll, es gibt immer mehr. Immer mehr, was man noch sehen kann. Je mehr man sich anguckt, desto mehr findet man. Das ist aber auch so ein typisches Piranha-Bytes-Ding. Wahnsinnig cool eigentlich. Ah, hier bin ich. Ja gut, dann gehen wir jetzt Fleisch braten. Diese Tonne hat es mir echt angetan. Erstmal schön ein bisschen kuscheln. Und Feuer machen. Gebratenes Fleisch. Dafür habe ich ein Rezept. Das ist ja gut. Und dann machen wir aus unserem rohen Fleisch gebratenes Fleisch. 6-mal. Bums. Gucken, was bringt. Ich habe jetzt vergessen zu gucken, eben gerade, was gebratenes Fleisch denn so bringt. Aber das müsste ja hier eigentlich... Plus 12. Fast so gut wie... Nee. Besser als Heilkräuter auf jeden Fall. Heilkraut, genau. 7. Sehr schön. Dann möchte ich... Wäre richtig schlau gemacht. Das... Nicht das Heilkraut, sondern das gebratene Fleisch möchte ich auf einen Quickslot legen mit Y. Auf den hier. Erstmal... Das Fleisch wegessen, bevor wir uns an die Heiltränke machen, denn die sind verdammt wertvoll, glaube ich. Ich meine, wir haben jetzt eine ganze Menge gefunden, aber für irgendwelche fetten Bosskämpfe oder so hätte ich lieber Tränke, als dass ich dann Fleisch fressen muss. Okay. Dann...
wir hier wohl fertig. Wo ist er jetzt hin? Okay, ich bin doch noch nicht fertig. So, nochmal mit dem Jetpack, das geht's dann. Oh Gott, ich hasse ja sowas. Nein, nein! Muss ich mal warten, bis das Jetpack wieder da ist. Oder ich laufe mal hier so durch und guck, was hier hinten ist. Na, guck, da geht's schon wieder hoch. Ich bin nicht gut genug. Vier Häuser Teil 2. Da hängt noch etwas dran. Verwittertes Bild. Oh Gott, ich gucke jetzt. Weiß, wovor ich es vergesse, dann tatsächlich die Schriftrollen durch. Wo gibt es denn Hinweise? Attribute, Fähigkeiten, Waffen, Rüstung, Gegenstände, Mission, Karte. Also am ehesten vielleicht hier. Ist das Geschriebenes? Gebetsbuch eines Klerikers. Oh, das kann man sogar verkaufen. Schriftstück. Reinheit ist dein oberstes Gebot. Deine Botschaft verbreiten wir im ganzen Land. Wir kehren die Ungläubigen in deinem großen Namen, Kalan. Wir folgen deinem Weg bis zum Tag der Rettung. Aha. Okay, das ist vielleicht ein bisschen interessanter. Aufbruch nach Edan. Irgendwelche Zahlen. Ach so, 16.05. im Jahre 160. Aufbruch nach Edan. Wir haben den Auftrag erhalten, den Gläubigen in das Land zu tragen, den Glauben in das Land zu tragen und sollen dafür bis in die Wildnis vordringen. Unsere Reise war beschwerlich und lang, aber wir haben die Waldgrenze passiert. Die Wälder bergen viele merkwürdige Monster. Wir sind ihnen nach Möglichkeit aus dem Weg gegangen. Wir sind auf einige Waldmenschen gestoßen, aber sie wollten nichts von unseren Lehren hören. Sie bedrohten uns nur und jagten uns davon. Um die Moral meiner Brüder zu stärken, hielten wir heute Abend ein besonders langes Gebet. Kalan möge unser Flehen erhören. Wir haben uns in einer Ruine niedergelassen. Bis jetzt konnten wir niemandem erfolgreich Kalans Ideale näher bringen. Oh, bitter. Sind also umsonst gestorben. Das Weiße Haus steht erst einen Sommer. Okay. Das kennen wir schon. Propaganda. Das kann ich nicht lesen. Ist das das Gebäude, wo wir jetzt gerade sind? Ja. Nee, ich glaube nicht. Oben auf dem Dach. Doch, das könnte das sein. Oben auf dem Dach von dem Ding. Mal kurz rausgehen und gucken. Könnte schon sein, oder? Bin mir nicht sicher. Da waren auf dem Bild 2 Container. Nee. Das wird nicht das hier gewesen sein. Ich müsste gleich mal da drüben auf das Dach rüber. Noch ein bisschen Alex. Zigaretten. Magnesiumfackel, Mana-Trank. Und ein Spind. Ja, gut. Einen guten Becher kann man immer gut brauchen.
Nein! Ach, Idiot, was machst du denn? Hier wollte ich doch gar nicht hin, aber es ist auch nicht ganz verkehrt. Da ist auch nirgendwo was. Da ist ein Mana. Pures Mana. Etliche Pfeile. Magnesiumfackel. Ah, hier hat jemand richtig schön ein Lager eingerichtet. Als wenn man quasi von hier aus irgendwo hin starten wollen würde. Schrotplatonen. Achso, und das ist wieder die obligatorische angebrauchte Zigarette. Eine mächtige Heilpflanze. War das das? Mehr sehe ich hier nicht. Das war's. Aber allein das ist schon zu, war schon cool, dass ich die gefunden habe. Oh, ernsthaft. Ich fall genau durch dieselbe Lücke wieder durch. Aber mehr dürfte da auch nicht gewesen sein. Okay, dann. Da war eine Leiter. Das war in der Richtung. Genau, benutzen wir die Leiter. Und. Von hier vielleicht. Nö, man kann nicht die Kletteraktion beschleunigen. Die Ratte frisst am Müllbeutel. Na sowas. Dass es hier überhaupt Müllbeutel gibt. Ist alles voller Müll und dann gibt es noch einen Müllbeutel. Ja, okay. Dann suchen wir mal unseren Kumpel, damit wir weitergehen können. Ich sehe nicht die beiden Container, wo ich auch hingucke. Sag mal ganz kurz, ich habe gar nicht geguckt, was auf der anderen Seite von den Dingern ist. Dieses Tor oder die Brücke da. Da führt uns unser Kollege bestimmt gleich hin. Unser Duras. So richtig schießen. Jetzt habe ich aber was getroffen, glaube ich. Ich will die Erfahrung haben, deshalb mache ich den ganzen Aufwand hier gerade. Aber ich glaube. Wie kann ich denn jetzt das Ziel erinnern? Ich möchte jetzt vielleicht den Nein, vielleicht. Ah, oh, verdammt, jetzt habe ich auch noch den Riesen oder was das da hinten ist. Meine Fresse. Ich versuche Ausweichrollen zu machen, aber es geht einfach nicht. Der dribbelt stattdessen einfach. Dann müssen wir das auf diese Art und Weise regeln. Alter, was ist das denn zum Teufel? Und ich habe vergessen zu speichern. Ich muss mich irgendwie nochmal schlau machen, wieso der so komisch auf die Gegner fokussiert ist. Naja, gut, aber dass ich das ein oder andere mal sterbe oder auch vielleicht noch öfter. Das muss einem klar sein. Bei so einem Rollenspiel kommt das vor.